Herzlich willkommen mitten in der Passionszeit, zwei Wochen vor Ostern, zur Märchenkirche in unsere Kirche Hundelshausen. Mein Name ist Christian Schäfer, ich bin Pfarrer hier in Hundelshausen und in Dorenbach und freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid, wenn Kirsten Stein euch mitnimmt in eine Welt voller Märchen. Viel Vergnügen. Rauf und runter. Rauf und runter. Rauf und runter. Und dann geradewegs durch einen alten Eisenbahntunnel. Da kommst du in das Dorf, in dem ich einmal gelebt habe. Wald umrandet mit vielen kleinen Fachwerkhäusern. Zwei Bäche fließen hindurch und vier Mühlen gibt es dort. Drei sind außerhalb des Dorfes und eine steht mitten im Dorf. Es ist eine Wassermühle. Und wenn du den schmalen Fußweg vom Mühlenwehr geradeaus weitergehst, kommst du zu dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Die Dorfbewohner führen dort ihre Hunde spazieren. Und das ist das Beste, was einer Erzählerin passieren kann. Denn oft ergab sich so ein Schnuddel über den Gartenzaun. Und die Dorfbewohner erzählten mir dann ihre Geschichten. Die Alten von dem, was einmal war, die Jungen von dem, was gerade ist und die Träumer von dem, was einmal sein wird. Einmal, da erzählte mir mein Nachbar, der nur einen Bauernhof weiter wohnte, die Geschichte von dem Müller, der einen toten Bauern zum Leben erweckt hat. Er behauptet ja, es wäre in seinem Dorf geschehen. Aber ich glaube, es hätte genauso gut im Pusemuckel oder hier in Hundelshausen geschehen können. Es war nämlich so. Habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie der Müller, hier unser Müller im Dorf, einen toten Bauern zum Leben erweckt hat? Glaubst du vielleicht nicht. Ist aber echt so gewesen. Der Bauer, na, das war am Butterwegs Henner, ne? Da alle Butter weg. Der ist ja mit mir in die Schule gegangen. Ha, komischer. Hat immer die Nase hochgetragen. War was Feines, weil sie den größten Hof im Dorf hatten. Ha, haben sie immer noch. Alle Wiesen, alle Felder, die hier ringsum siehst, gehört alles Butter wegs. Ja, wir müssen immer noch ein paar Kilometer aus dem Dorf rausfahren. Ja, aber ich sag mal, so ein Bauer und arrogant, also feiner Pinkel war der. Ja, und der Halskrankheit hat er. Der Halskrankheit hat er. Ja, der will immer nichts abgeben. Ja, der hat ja auch Kinder. Der Kahle, sein Ältester, der wohnt mit immer auf dem Hof, seine Frau auch, und die schuften, was das Zeug hält. Aber glaubst du dann, der Henner will den Hof abgeben? Nee, sagt er, der Kahle kriegt einen Hof, wenn ich mal tot bin. Ja. Naja, das mit dem Tod, das ist auch so eine Sache. Der Henner, der wollte ja immer wissen, wann er sterben muss. Ja, das war so eine richtige Spinnerei von dem. Ja, ich sag mal so, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir wissen, wann wir sterben müssen, dann hätte er uns doch bei der Geburt einen Zettel mitgegeben, wo es drauf steht, oder? Na, aber der Henner wollte es unbedingt wissen. Ja, hat er gesagt, wenn ich weiß, wann ich sterben muss, dann weiß ich auch, wann ich im Kahlenhofer machen kann. Ja. Naja, und dann ist er irgendwann zu dem einen gegangen, da den komischen, den kennst du vielleicht auch, so lange Haare, immer so weite Hosen und weite Hemden. Ja, der wohnt in dem schäbigen Fachwerkhaus da in der Kirchgasse. Ja, der Vorgarten ist ganz schön mit Kletterrosen und so, und da steht so eine Figur drin, der Buddha oder so, ist wohl kein Christ. Ja, ich hab ja auch nichts gegen den. Na, aber der läuft immer so rum, als wäre er nicht von dieser Welt, so heilig. Oh. Naja, und von dem sagen sie ja,
Er könnte in die Zukunft gucken. Ja, das ist mir ja ein bisschen, ich halte da nichts von. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Ja, da nennen sie den im Dorf den Weisen, weil er so viel weiß, weißt du? Ja. Naja, und zu dem ist der Henner gegangen und der war ja witzig, nicht? Ich glaub echt, der hat einen Henner auf die Schippe genommen. Weil der Henner ist darin und da saß der auf dem Küchentisch im Schneidersitz und hat meditiert. Und da sagt der Henner, ja, Tag, kannst du mir vielleicht sagen, wann ich sterben muss? Und da sagt der, hör mal, Bauer, dreimal noch wirst du niesen und dann bist du tot. Ja, so hat er das nicht gesagt. Der hat das auf so eine heiligen Art gesagt. Der hat so gesagt, so, höre, Bauer, dreimal noch wirst du niesen und dann bist du tot. Und da ging dem Henner der Arsch auf Grundeis, das kann ich dir sagen. Der wollte zwar wissen, wann er sterben muss, aber dann doch nicht. Dann doch nicht. Aber jetzt war es zu spät, jetzt hat er es gewusst. Oh. Naja, und er hat das ganze Dorf verrückt gemacht. Oh, ich darf nicht mehr niesen, sonst bin ich bald tot. Dreimal nur darf ich niesen, ich muss aufpassen, dass ich nicht niese. Und Elise, seine Frau, ja, das ist ja auch sowas. Elise, das war ja mein großer Schwarm in der Schule. Meine große Liebe, die wollte ich ja heiraten. Und dann hat sie Emme genommen. Na, das wird sie schön bereut haben, dass sie Emme genommen hat und nicht mich. Elise musste zweimal am Tag musste die Staub wischen, damit er nicht niest. Ja, dann ist es ihm doch passiert. In seinem Garten. Ja, hat er genießt. Da ist er richtig verrückt geworden. Oh, jetzt habe ich einmal genießt. Jetzt darf ich nur noch zweimal niesen. Ja. Naja, und eines Tages ist er in die Mühle gegangen und wollte sein Getreide mahlen lassen. Statt dass er einen Kahle schickt, weiß doch jeder, dass es in der Mühle staubig ist. Ja, ist er in der Mühle rin mit seinem Getreide und er hat er genießt. Ist er aus der Mühle raus. Scheißdreck, jetzt habe ich zweimal genießt, jetzt darf ich nur noch einmal niesen und dann bin ich tot. Ja. Naja, und als sein Getreide gemahlen war, da musste er das Mehl rausholen. Und da ist er vorsichtig in die Mühle, hat seinen Sack, seinen Mehlsack auf die Schulter genommen, ist vorsichtig wieder raus. Na, und kaum, dass er vor der Mühle war, da hat er ihn nochmal genießt. Donnerlittchen, jetzt habe ich dreimal genießt, jetzt bin ich tot, hat er gerufen. Und dann ist er der Länge nach auf die Erde gefallen, auf seinen Mehlsack. Der Mehlsack aufgeplatzt und da lag er da. Ganz bleich. Ich kam gerade um die Ecke. Ich habe mich so erschreckt, habe ich mich so erschreckt. Der war ja ganz weiß vom ganzen Mehl. Der sah aus wie sein eigener Geist. Oh. Und da lag er da und die Schweine, Müller, seine Schweine, haben ihn abgeschlabbert und haben das Mehl gefressen. Und der Henner lag da, ihr Dreckschweine, wäre ich lebendig, würde ich euch fortjagen, aber jetzt bin ich tot und ein Toter jagt niemanden mehr. Tot. Ja, aber die Schnutte konnte er noch bewegen, hä? Als der Müller aus der Mühle kam, hat er sich echt gewundert. Sieht den Henner da auf seinem aufgeplatzten Mehlsack liegen, total bleich. Die Schweine, die da rumliefen und von seinem Mehl da schmatzten. Und er hat den Henner gefragt. Alter, was ist da mit dir lose? Und der Henner, ich bin tot, wäre ich lebendig, würde ich die Schweine fortjagen, aber jetzt bin ich tot und kann gar nichts tun, bitte jag du die Schweine fort.
Na, das kam dem Müller gerade recht. Der hatte ja noch eine offene Rechnung mit dem Henner. Auch wegen der Liese. Naja, und jetzt musst du auch wissen, der Müller, der hat's ja faustdick hinter den Ohren. Ne? Schon in der Schule, da hat er sich immer schon mal ganz gerne gerammelt. Oh. Und da hat er die Peitsche genommen und dann hat er die Schweine verjagt und hat dem Henner mit der Peitsche ein paar verpasst. Aber so richtig. Und da ist der Henner aufgesprungen, hatte Schmerzen. Der hatte ja so eine Schmerzen und ein Toter hat doch keine Schmerzen. Oh, hat er gerufen, ich lebe, Müller, ich lebe, du hast mich zum Leben erweckt. Und ist dem Müller um den Hals gefallen. Der Müller hat ihn zum Leben erweckt. Ja, der Müller ist doch nicht der Jesus. Aber der Henner hat's geglaubt. Überall im Dorf hat das rumerzählt, der Müller hat ihn zum Leben erweckt. Ja, soll er's glauben. Seitdem geht's auch ein bisschen besser mit Emme. Na, jetzt hat er mal, mit 71 Jahren hat er mal verstanden, dass man im Leben jeden Tag von neuem leben muss und dass man nichts festhalten kann. Ho, jetzt wird er wohl im Henner auch bald mal einen Hof vermachen. Ja, im Kahle wird er jetzt wohl bald mal einen Hof vermachen. Gönnen würde ich's ihm ja. Ja, so war das. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass man jede Dummheit im Leben nur einmal machen sollte. Schließlich ist die Auswahl groß. In den 879 Tagen, die ich in diesem Haus am Fußweg lebte, da habe ich so viele Geschichten gehört, dass es für ein ganzes Buch gereicht hätte. Manches glaubt man. Aber einiges kann man gar nicht glauben, bis man es selbst erlebt hat. In der Ferne dieses Dorfes, mitten im Wald, steht eine Mühle. Es wird behauptet, dass sie alte Weiber wieder jung malen kann. Sie sieht nicht aus wie eine gewöhnliche Mühle, sondern wie eine alte Kaffeemühle. Nur, dass nicht oben gedreht wird, sondern unten. Also unten stehen zwei Balken heraus und die werden dann von zwei gut aussehenden, kräftigen jungen Männern angeschoben. Oben kommen die alten Weiber rein, faltig und bucklig, ohne Haare und ohne Zähne. Und unten kommen sie wieder raus, jung, schön und knackig wie die frischen Sommeräpfel. Mit einmal umdrehen ist schon gemacht. Aber dabei knackt und kracht es so gewaltig, dass es einem durch Mark und Bein fährt. Wenn man aber die, welche unten herausgekommen sind, nach den Schmerzen fragt, dann antworten sie, aber nein, wunderschön ist es, gerade so, wie wenn man an einem Frühlingsmorgen erwacht. Und die Sonne scheint ins Zimmer und die Vögel zwitschern. Und wenn man dann sich im Bett noch einmal so richtig dehnt und streckt, dann knackt es auch zuweilen. Nun lebte im Dorf eine alte Frau, die Frau Waldvogel, von allen nur Mutter Waldvogel genannt. Sie war eine Ureinwohnerin und kannte die Geschichte der Altweibermühle seit ihrer Kindheit. Doch wenn man sie darauf ansprach, winkte sie ab. Das sind doch Märchengeschichten, Aberglaube. Also eine Mühle, die alte Weiber wieder jung malen kann? Nein. Wer so etwas glaubt, der muss naiven Geistes sein. Naja, aber je älter Mutter Waldvogel wurde, desto mehr sehnte sie sich nach ihrer Jugend zurück. Und schließlich entschied sie sich doch an die Mühle zu glauben und machte sich auf den Weg zu ihr. Es war ein langer, beschwerlicher Weg und es ging langsam. Du weißt ja, es geht rauf
und runter. Doch nach einigen Verschnaufpausen kam Mutter Waldvogel an der Mühle an. Vor der Mühle, auf einer Bank, da saß ein junger, gut aussehender Bursche. Die eine Hand in der Hosentasche und in der anderen hielt er eine Pfeife, aus der er rauchte und weiße Rauchkringel in den blauen Himmel paffte. Tachchen, ich würde mich gerne mal in eurer Mühle so richtig jung malen lassen. Ist das möglich? Jung malen lassen, hä? So, so. Wie heißt du denn? Ich bin die alte Frau Waldvogel, Erna Waldvogel. Du kannst auch Mutter Waldvogel zu mir sagen. Und es wäre wirklich gut, wenn ihr mich zu einem Fräulein Waldvogel machen könntet. Aha, die Erna Waldvogel also. So, so. Na, dann setz dich mal hier auf die Bank und ruh dich aus. Ich will sehen, ob ich dir helfen kann. Der Bursche ging in die Mühle, schlug dort ein großes, altes Buch auf und kam mit einem langen Zettel wieder heraus. Ist wohl die Rechnung? Nein, nein, das Ummalen kostet nichts. Aber ehe wir dich ummalen, musst du das hier unterschreiben. Unterschreiben? Wohl meine Seele dem Teufel verschreiben? Nein, das mache ich nicht. Ich bin eine fromme Frau und hoffe, eines Tages in den Himmel zu kommen. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Auf dem Zettel stehen nur alle Dummheiten aufgeschrieben, die du in deinem Leben begangen hast. Naja, und ehe wir dich ummalen, musst du unterschreiben, dass du das alles nochmal tun wirst. Und zwar mit Tag und Stunde, alles schön der Reihe nach, genauso wie es hier auf dem Zettel steht. Alle Achtung, Erna Waldvogel, ist ganz schön viel, wirklich viel. Vom 14. bis zum 27. Lebensjahr jeden Tag eine, sonntags sogar zwei. Danach wird's besser. Aber Anfang der 40 kommt's dann auch mal richtig dicke bei dir. Naja, danach ist's wie gewöhnlich. Äpfel im Kirchgarten gestohlen, Knopf in die Kirchenkollekte gelegt, schwarz mit dem Bus gefahren, bei der Steuer betrogen. Naja, das Übliche eben. Wär's vielleicht möglich, so ein, zwei Dinge von dem Zettel zu streichen? Nee, das ist nicht möglich. Ganz oder gar nicht. Ja, aber dann lohnt sich ja das ganze Ummalen überhaupt nicht. Da hast du recht. Für die meisten lohnt sich's nicht, aber dafür haben wir auch ein gutes Leben hier in der Mühle. 7 Feiertage die Woche und die Mühle steht immer still. Früher war mehr los. Weißt du was? Ich hab die Lust verloren an eurer dummen alten Mühle. Ich gehe wieder heim. Und da kehrte Mutter Waldvogel ins Dorf zurück. Und wie sie da ankam, da wunderten sich die Dorfbewohner. Mutter Waldvogel, du kommst ja genauso zurück, wie du gegangen bist. Ist wohl doch nichts dran an der Sache mit der Mühle. Doch, doch, es ist schon was dran. Aber für mich ist das nichts. Thank you.
also, wenn ich eins weiß, dann, dass das Leben passiert, während ich Pläne mache. Einmal, da war ich auf der Suche nach einer richtig guten Geschichte und konnte keine finden. Und genau an diesem Tag kam der Pfarrer mit seinem Hund am Haus vorbei. Du musst wissen, der Hund ist taub, aber nicht stumm. Naja, jedenfalls, als ich die beiden hörte, ging ich in den Garten und hielt mit dem Pfarrer so einen kleinen Schnuddel über den Zaun. Der Pfarrer erzählte mir dies und das, und weil er weiß, dass ich Geschichten liebe, da erzählte er mir eine Geschichte, die er von seiner Großmutter gehört hatte. Die hatte sie von ihrem Onkel. Der hat sie von seiner Tante erzählt bekommen. Und die hatte einen Cousin, der wiederum eine Nachbarin hatte, die hat es selbst erlebt, dass es ihr erzählt wurde. Von wem? Das weiß ich nicht. Aber ich kann dir erzählen, wie es gewesen ist. Der alte Müller hatte die Mühle dem jungen Müller vermacht. Aber kaum, dass die Mühle überschrieben war, zeigte der Junge dem Alten, wer der Herr im Hause ist. Alter, du kannst in Zukunft in der Kammer unter der Treppe wohnen. Und dass du nicht umsonst Osterschüssel isst, stell mal dir einen Webstuhl rein. Da kannst du dir dein Brot und deine Unterkunft verdienen. Dein Essen bekommst du in Zukunft auch nicht mehr bei uns am Tisch, sondern in der Küche bei den Dienstboten. Das war ein harter Schlag für den alten Müller. Aber mal ehrlich, mit so einem Grobian wollte er sowieso nicht an einem Tisch sitzen. Seine Tochter, die Frau des jungen Müllers, half ihm auch nicht. Und so fügte er sich in sein Schicksal. Aß und trank in der Küche bei den Dienstboten, arbeitete fleißig am Webstuhl und wohnte in der Kammer unter der Treppe. Aber er hatte ein Problem. Nachts, da konnte er oft nicht schlafen und dann nickte er tagsüber hin und wieder ein. Doch wenn der Webstuhl einmal stillstand, riss der junge Müller gleich die Kammertür auf. Alter, was da mit dir los ist? Ist dir dann der Webstuhl eingerostet oder was? Und so ging das eine lange Zeit. In einer der Rauhnächte hatte der Müller wieder einmal nicht schlafen können. Und er wälzte sich von links nach rechts, von rechts nach links. Aber es wollte einfach nicht gehen. Also stand er auf, zündete das Licht an und setzte sich an den Webstuhl. Wenn ich nicht schlafen kann, kann ich ebenso gut arbeiten. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Flüssig führte er das Weberschiffchen durch die Kettfäden. Aber wie es der Teufel manchmal so haben will, flutscht es mit einem Mal zwischen den Kettfäden hindurch und fiel in die Ecke hinter den Webstuhl. Der Alte versuchte es noch zu erwischen, aber das ging ihm zu sehr ins Kreuz. Er konnte es nicht erreichen. Dann lege ich mich eben wieder ins Bett. Das Schiffchen soll mir morgen der Mahlbursche aus der Ecke holen. Er löschte das Licht und ging ins Bett. Doch kaum hatte er seinen Kopf auf das Kissen gelegt, da hörte er in der Ecke etwas rascheln und rappeln, knistern und knacken. Nanu. Es werden doch wohl keine Mäuse in der Stube sein. Er versuchte, das Geräusch zu überhören, doch das Geräusch hörte nicht auf. Also stand er auf und zündete das Licht an. Und wie es nun ganz hell in der Stube war, da sah er hinten in der Ecke zwei kleine Männlein
und die spielten munter mit dem Weberschiffchen. »Na, Alter, willst du uns das Schiffchen nicht schenken?« »Wer seid ihr denn?« »Wir sind Wichtel, das siehst du doch!« »Wichtel? Ihr seid Wichtel? Echt jetzt? Ich muss 80 Jahre alt werden, um Wichtel zu sehen? Wisst ihr, wie sehr ich mir das als Kind gewünscht habe? Ihr seid wirklich Wichtel? Jetzt bin ich alt und sehe Wichtel? Ja doch, das siehst du doch, aber was ist jetzt mit dem Schiffchen? Gibst du's uns? Das geht nicht. Ich brauch's für meine Arbeit. Na, dann leih's uns doch. Das geht auch nicht. Ich muss jeden Tag damit arbeiten. Und was ist, wenn wir dir bei deiner Arbeit helfen? Also, das ist wirklich sehr freundlich von euch, aber ihr seid so klein. Eure Beine reichen gar nicht bis an den Boden. Wie wollt ihr denn am Webstuhl arbeiten? Na, das lass mal unsere Sorge sein, Alter. Und dann pfiff einer der Wichtel auf zwei Fingern. Und aus allen Ecken und Winkeln der Mühle kamen andere Wichtelmänner und Wichtelweiber herbeigelaufen und fingen gleich mit der Arbeit an. Ein Wichtelweiblein setzte sich in das Weberschiffchen und wurde von zwei Wichtelmännern angeschubst. Und so sauste es wieselflink durch die Kettfäden, hin und her und hin und her, und es hatte einen Riesenspaß dabei. Andere Wichtelmänner und Weiber wippten auf den Pedalen. Nach einer Zeit wurde abgewechselt und da kam jeder mal an jeden Spaß. Dum di di dum 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 di di dum 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 di di dum 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 di di dum dum. Der junge Müller wunderte sich, wenn er nachts den Webstuhl klappern hörte. Also eins muss man dem Alten ja lassen. Fleißig ist er. Der alte Müller aber saß von da ab jede Nacht im Bett und schaute den Wichteln bei der Arbeit zu. Dum di di dum 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 di di dum 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 di di dum 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 di di dum dum. Jeder, der ein Hemd oder eine Bluse aus diesem Leinen am Leibe trägt, dem geht sein erster Wunsch in Erfüllung. Dum di di dum 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 di di dum 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 di di dum 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 di di dum dum. Zu Lichtmess freute sich die junge Müllerin über das schöne Lein. So ein fein gewebtes Lein haben wir ja noch nie gehabt. Und sie schickte den Mahlburschen ins Dorf, die alte Näherin holen. Die sollte aus dem Lein Festtagshemden und Festtagsblusen nähen. Die Näherin kam und tat das auch. Doch als sie mit ihrer Arbeit fertig war, so kurz vor Ostern, da wollte die Müllerin ihr kein Geld für ihre Arbeit geben. Gute Frau, sieh's doch mal so. Du hast ein schönes Leben hier in der Mühle gehabt, hast gut gegessen und gut getrunken und da gebe ich dir eine Ahle Wurst und ein Kantenbrot und noch ein Stücke von dem schönen Lein und dann sei aber auch zufrieden. Die Näherin war enttäuscht. Sie hätte lieber Geld für ihre Arbeit gesehen. Aber gegen die Müller konnte sie nichts ausrichten. Und weil das Lein aber ein wirklich feines Lein war, so nähte sie sich selbst auch eine Bluse daraus.
Dumm, didi, dumm, 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 didi, dumm, dumm. Jeder, der ein Hemd oder eine Bluse aus diesem Leinen am Leibe trägt, dem geht sein erster Wunsch in Erfüllung. Dumm, didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, dumm. Am Ostersonntagmorgen, da wollte der junge Müller die Kutsche fertig machen und die Pferde anspannen, aber der Stallbursche, der Henner, lag noch im Bette und schlief tief und fest. Donnerlittchen, Henner, steh auf, arbeiten! Henner richtete sich verschlafen auf, griff nach dem Hemd, das neben ihm auf dem Nachttisch lag, und zog es über. Bei allem, was recht ist, selbst am heiligen Ostersonntagmorgen holt eine alte Schnallerleiergott früh aus dem Bett. Oh, ich wünschte doch, dass er mich auf den Buckel tragen sollte. Und da ging es mit dem Henner aus dem Bett zum Fenster hinaus in den Hof hinunter und da saß er äußerst verdutzt, dem Müller auf dem Buckel. Dumm, didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, dumm. Kerlekiste, Henner, was da mit dir los? Bist du dann verrückt geworden? Bei Sonne für so Matenten möchte ich am liebsten in die Luft gehen. Und da tat es einen Knall und der Müller ging in die Luft. Dumm, didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, dumm. Der Mahlbursche saß beim Frühstück und löffelte von einem süßen Hirsebrei. Oh, lecker. Wenn der Brei jetzt noch warm wäre, dann würde ich am liebsten ganzen Tag von so einem leckeren Brei löffeln. Und schwupps stand ein Riesentopf mit dampfendem Hirsebrei vor ihm. Und da hat er lange zu löffeln gehabt. Dumm, didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, dumm. Die Müllerin plagte sich derweil mit dem Ofen herum. Mal da brannte das Feuer munter in dem Herd und dann wieder drückte der Wind den Rauch durch den Kamin zur Ofentür hinaus. Und die Müllerin saß vor der geöffneten Ofentür, ihre Augen vom Rauch gerötet, ihr Gesicht vom Ruß geschwärzt. Ich krieg die Platze. Als Zus drückt mir der verdammte Wind den Rauch aus dem Ofen raus. Am liebsten möchte ich selber in den Kamin fahren und sehen, was da lose ist. Und da ging es mit der Müllerin zur Ofentür hinein, durch den Kamin hinaus. Und da saß sie oben auf dem Dach und hat nicht gewusst, wie sie da hingekommen ist. Ihr Gewand zerfetzt und Ruß geschwärzt, die Augen feuerrot vom Rauch, die Haare standen ihr zu Berge, sie sah zum Fürchten aus, das kann ich dir sagen. Dumm, didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, dumm. Die Magd. Die Magd war am Morgen zum Brunnen gegangen, um Wasser zu holen. Und als sie auf dem Rückweg die schwarze Frau da oben auf dem Dach sitzen sah, bekam sie einen Schrecken. Das wird ja wohl nicht eine Hexe sein, die sich dort oben auf dem Dach von ihrem nächtlichen Flug ausruht. Aber ich möchte ja schon gerne mal sehen, wie so eine Hexe auf ihrem Hintern die Dachschindeln hinunterreitet. Und da riss es die Müllerin vom Schornstein und sie rutschte auf ihrem Hintern das Dach herunter und kam auf dem Hof so fest zum Sitzen, dass sie sich lang überlegt hat, ob sie wieder aufstehen soll. Dumm, didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, 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 didi, dumm, dumm. Der alte Müller hatte sich mit seinem Stock in der Hand auf den Weg ins Dorf gemacht, denn er wollte zur Kirche gehen. Es war ja schließlich Ostersonntagmorgen. Unterwegs, da begegnete ihm die alte Näherin. Und weil die beiden denselben Weg hatten, gingen sie gemeinsam. Es war ein schöner Frühlingsmorgen. Die Sonne strahlte vom blauen Himmel. Die Vögel zwitscherten.
alles grünte. Ein laues Lüftchen wehte und es roch nach den Blumen, die überall ihre bunten Köpfe aus der Erde streckten. Die beiden Alten schritten einvernehmlich stillschweigend nebeneinander her und wurden immer wieder von jungen Leuten überholt, die an ihnen vorübersprangen, lachten und tanzten. Ach, Frau Näherin, so jung müsste man noch einmal sein. Ja, ja, ganz recht, Herr Müller, so jung und so gesund müsste man noch einmal sein, dass man so herumspringen, lachen und tanzen könnte. Dum di di dum 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 di di dum 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 di di dum 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 di di dum dum. Und da war der Müller ein schmucker junger Bursche und die Näherin ein fesches junges Mädel. Und dann haben sie sich angeschaut, haben gekichert, haben sich an den Händen gefasst. Naja, und der Rest ist Geschichte. Dum di di dum 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 di di dum dum.